Recht herzlich willkommen zur 110. Folge von Simotrans. Ja, Floto wollten wir machen, ne? Und dann Verbindungsfahrzeug von Floto nach Lauter. Machen wir erstmal Floto, weil dann müssen wir erstmal hier Geld investieren, indem wir Bushaltestellen neu ersetzen. Und zwar dieser hier. Einmal dahin. Dorthin. Da. Da, dort ist auch eine Bushaltestelle, genauso wie da. Und dann haben wir hier noch eine, ne? So, das sollte es gewesen sein. Dann brauchen wir jetzt ein Postfahrzeug. Warte, Sonderhausen wollen wir ja definitiv auch machen. Dann habe ich gerade die Dingens ausgewählt, die Briefkästen. Dann machen wir die gerade hier hin. Weil das war ja das, wo wir gesagt haben, das muss verbunden werden. So, dann wieder hoch zum Depot. Dann kann das hier zu. Und hier müssen wir einen Bulli auswählen mit einer neuen Linie. Das ist aber gleichzeitig auch der Stadtbus Floto. Stadtbus Floto. Er fährt auch gerade rot ein, ne? Und starten wir den. Und den nehmen wir auf dem Schirm mit, den Bus. Dahin, so. Wir könnten mal gerade gucken, Lauter, wie der Bus ist, dass ich den auch noch bei habe. Ist er das? Ja, ist er. So, 200, oh, der ist jetzt schon bei 300. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich unbedingt zusehen, dass das außer Ort auch transportiert wird. So. Jetzt brauchen wir dann doch noch ein Fahrzeug. Und zwar, ja, jetzt ist zu überlegen. Wenn man wüsste, wie viel hier drin so ist, ne? Statistik, freie Kapazität, Beförderung. Ja, guck mal, da hat er auch mal 32 Beförderung gehabt, ne? Und der kann nur 30? Wie sehe ich das? Achso, da ist das knapp drunter. Das sind die 30 wahrscheinlich. Und war auch schon mal voll. Oder vertue ich mich jetzt da irgendwie mit der Anzeige? Ja. Hier oben passiert noch nichts. Aber das ist ja auch ganz frisch mit der Post. Deswegen geht das wahrscheinlich noch nicht. Hey, wie viel kann der 30? Und wie viel kann so ein LKW? 80 Sack Post. Ha. 85, 80. Ja, der fährt auch schneller, ne? Ist vielleicht auch noch ein Punkt, ne? Der 65, der 80. Ich glaube, wir nehmen da unten einen LKW rüber. Über Sonderhausen und so, weil ich glaube, das besser ist. Und den werden wir definitiv von hier aus starten. Nee, das war jetzt verkehrt. Fahrplan. Neue Linie, ah, das funktioniert jetzt wieder mal so nicht, wie ich das möchte, sondern muss erst die Linie haben. Der fährt von da los, fährt dann runter nach Sonderhausen. Kommt hier als erstes hin, fährt dann da als zweites, dort als drittes und da als viertes. Dann nach Lauter und wo wechseln wir da, ist die Frage. Ich glaube auch am Rathaus wieder, oder? Macht am meisten Sinn irgendwie. So, und dann gibt es eine Rückfahrkarte. Dann fährt er die Strecke wieder zurück. Und jetzt muss das eine neue Linie werden. Und die neue Linie heißt jetzt Post. Lauter. Sonderhausen. Floto. Vielleicht müssen wir Waldeck da auch mal hinzufügen, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist, ne? Gut. Ich mach das mal so. Jetzt habe ich bestimmt zwei oder drei der Linien gemacht. Starte die mal. Jetzt ist hier unten bestimmt zig neue Linien. So sieht's aus. Linie löschen. Linie löschen.
Hier löschen. Und dann müssen wir jetzt irgendwo die Post haben. Da ist er. Und das ist unser dritter LKW. So, hier können wir diese Ansicht mal wegmachen. Okay, er fährt auf jeden Fall auch Post durch die Gegend. Den können wir schließen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie er die Post durch die Gegend fährt. Oh, er hat schon den ersten Sack mit, der nach Lauter geht. Okay, sehr interessant. Gut. Geh mal dahin. Also der fährt jetzt als nächstes hier unten nach Sonderhausen. Und in Sonderhausen wartet schon der erste Sack Post. Da nicht. Da warten schon 4 Sack Post. Sehr gut. Und hier 2. Ah, okay. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Funktioniert. So. Dann gucken wir lauter Rathaus gerade mal rein, ob da schon was liegt. Da liegen 2 Sack Post für Sonderhausen sogar schon. Guck, also die Verbindung läuft ein bisschen. Müssen wir nur gucken, wie viel. So, einer, hier sind es 3. Ja, haben wir das schon mal geschafft, ne? Die größten Städte waren noch Lauter und Lauter und dann Floto, oder? Lauter, Floto, genau. Sonderhausen ist im Mittelfeld. Altenau und Radolfzell. Altenau, war das jetzt da oben oder? Ne, das war da drüben mit dem Schiff. Und Adenau war dann das. Ja, da müsste man überlegen, was man mit den Orten macht, ne? Ja, hier geht es natürlich drüber, das ist nicht so schön, ne? Machen wir gerade kurz schneller. 2 Pakete. Immer noch 2 Pakete. 8er. Und 10er. Okay. Fahren wir mal jetzt da unten hin. Und wie viel kriegt er mit? Oh, schon 19. Ist mal gut, dass wir nicht den Bulli genommen haben mit 30. Der wäre nämlich ratzfatz voll gewesen. Ja. Da wäre er voll und dann könnte er schon in Sonderhausen keine Pakete mehr mitnehmen und sowas, ne? Guck mal, 42, 48, 47, alles klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Wahrscheinlich wird dieser Post-LKW sogar der erste sein, den wir doppelt nehmen müssen, ne? Und dann könnte es natürlich auch sein, dass hier die Zahlen jetzt besser werden. Okay, der hat hier fast 400 Miese. Der 67. Das wird das sein, ne? Wo wir dann noch Plus kriegen. So, mal kurz einmal rübergeguckt. Diese Stadt läuft, wenn wir hier schon sind. Sonderhausen. Wächst auch nicht über seine Grenzen hinaus. Wie sieht's bei Floto aus? Auch noch alles gut. Und dann Waldeck. Oh, Waldeck baut die größte Nebenstraße der Welt ohne Anwohner. Hier oben auch nicht. Gut. Einmal die Karte. Gucken wir nach Döbeln. Döbeln ist alles okay. Radolfzell. Ist auch alles okay. Adenau. Ja, sieht auch gut aus. Dann Altenau. Da hatten wir letztens mal hier irgendwo was ausgebaut, ne? Ja, genau hier war das. Läuft aber wohl auch. Hier ist nix. Und da auch nicht. Das passt. Und dann haben wir Riedenburg. Ja, Riedenburg läuft, ne? Die Straßen werden hier irgendwie nicht größer. Das ist ein bisschen schade. Und dafür hier natürlich der Ortskern ist ein bisschen gewandert. Gut, schauen wir mal. Hier sind es 49 Pakete. Er fährt schon zurück. Einer, Zweier, 74, 104. Er macht natürlich hier das Geld, jetzt sehen, wie wir gerade sehen. Der ist nämlich schon in den schwarzen Zahlen. Das ist dann nicht schlecht, ne?
So. Der hat hier 410. Der 81. Okay, die fahren natürlich auch jede Milchkanne jetzt ab, sozusagen im Ort, ne? Das bleibt dann auch nicht aus. Mal gucken, ob es hier Post bei denen da gibt. Da war ja eigentlich viel, ne? Nicht eine Karte von dieser Sehenswürdigkeit. Was haben wir denn hier? Hm? Sommer und keiner will ein Schloss sehen. Traurig. Wo fährt er jetzt lang? Hält da nochmal an. Ah, da hat er noch 3 Sack Post gekriegt oder so. Okay. Oh, er kommt langsam an Nullpunkt hier, aber dann kriegt er ja gleich wieder Geld rein, ne? Hat er was für Sonderhausen? Ja, einiges. Da oben sind's. Ja, knapp 100, sage ich jetzt mal schon. Hier 421. Ja, oh, jetzt hat er aber 16 Sack Post dabei, ne? Ah, das ist die Frau von dem LKW, die da angekommen ist vielleicht, ne? Die verteilt er jetzt natürlich. Also denke ich mal. Okay, das waren 10 Taler. Jetzt fährt er zurück. Hm. Hat sich jetzt nicht rentiert wirklich. Aber hier 500 plus, ne? Der hier wird definitiv das meiste Geld machen. Und der subventioniert die beiden, weil das sind die Zulieferer in dem Sinne. Anders funktioniert das dann nicht. Ja, weil der siehst du gerade wieder, ne? Hat es jetzt wieder nicht diese kleine Fahrt mit vielen Paketen hat es nicht gebracht. Der muss schon voll sein, der Bulli, damit sich das lohnt. Hier sind wir jetzt bei 100. Nicht mehr knapp, sondern 100. Hier 419. Hat aber jetzt ein paar Beutel drinne. Ja, 574, 573, da unten ist schon recht nett, ne? Der fährt gerade in Sonderhausen rum. Ah, ne, fährt weg, hat Sonderhausen schon hinter sich gelassen. 542, 423, ja. Jetzt hat er einen Beutel, oh, 310 sogar dabei. Okay. Fährt jetzt wieder zu den Bushaltestellen rüber. Also zum Verteilen. Jetzt mal gucken, wo er hinfährt, ne? Bergstraße. Also da rechts. ...437, 419, okay. Hat aber noch Beutel drin. Ah, die sind aber fast alle intern, ne? Oder sind alle intern? Mal gucken, 421. Gucken, wie sich das hier rechnet. Okay, jetzt ist es mal gut gelaufen mit 404. Jetzt fährt er nach gegenüber. Ne, fährt er nicht, fährt runter. Okay, fährt hier hin. 410. Okay, unter 400. Das hatte sich jetzt kurz rentiert. Oh, ich glaube, die Linie ist irgendwie komisch. Der war doch da oben und fährt jetzt von da unten nach da oben. Da müssen wir mal gerade die Linie korrigieren, glaube ich. Das macht ja wenig Sinn da, ne, oder? Gut. Ah,
Stadtbus Lauter ist das. Dann müssen wir den mal ausmachen und müssen mal hier gucken, dass wir das mal richtig organisieren hier. So. Ja, super war das jetzt. So. Das ist da. Dann nach Mittelgebirgsrathaus. Das ist hier. Das passt ja. Dann nach Moosgasse. Die ist hier unten. Das ist auch okay. Dann nach Helmgasse. Passt. Dann fährt er schon zurück. Okay, das ist auch nicht schlimm, dass er das macht. Dann fährt er zur Bergstraße. Das ist hier. Und dann zur Transporterlände. Das ist auch okay. Aber dann fährt er nach da unten und das ist falsch. Also da müssen wir was ändern. Dieser hier muss davor sein, einfügen, dann dahin und dann der löschen. So, Sonnenwende, dann dahin, dann zum Schloss, dann wieder da und dann, jetzt ist die Linie richtig aufgebaut. Sollte sich so besser rechnen lassen. So, wie sieht's hier aus? Mit 513 ganz gut. Wo kommt der? Ist der gerade unterwegs? Okay, in Sonderhausen. Jetzt 700, okay. Da hat er wohl gerade richtig abgeliefert. Und er hier ist mit 342 im Runtergehen. Das ist sehr gut. Und er hält sich bei 100. Das ist also auch nicht verkehrt. Das würde sich so also rentieren, denke ich, ne? Ja, gut. Jetzt muss man noch überlegen, was man macht mit der Geschichte da oben, ne? Waldeck. Waldeck ist halt nicht so groß, ne? Bringt Waldeck seine Post dann selber da hoch? Drei, vier, fünf, sechs Bushaltestellen sind das nur. Ist auch schon nicht so wenig, ne? Da müsste man überlegen, ne, ob der das machen. Bringt dann die Post einfach hier hin oder so und fährt dann zurück. Aber ob das dann gut ist für intern? Wenn der Bulli dann da voll ist, bringt das auch nichts, ne? Dann rechnet sich das wieder nicht. Es ist schon besser, bis zum zentralen Ort vorzufahren. So weit ist es auch nicht. Und dann kann man hier auch mal mit dem Schiff rübersetzen und die Post zum Beispiel nach Riedenburg bringen, ne? Dafür brauchen wir dann wieder ein Postschiff. Ja. Muss man dann mal gucken, können wir in der nächsten Folge schauen, wie wir dann mit der Post weiter vorgehen, denke ich mal, ne? Soweit aber so gut. Das hält sich im Rahmen, das hält sich im Rahmen und der macht das Plus dafür. Alles gut also. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.